Deutschland Discounterland. Nirgendwo sonst gibt es so viele Discounter. Und sie sind erfolgreicher denn je. Die steigenden Lebenshaltungskosten zwingen zum Sparen und bescheren den Unternehmen Milliardenumsätze. Wir sind das Land, in dem die Discounter groß geworden sind. Was bieten Aldi, Penny, Lidl und Netto ihren Kunden? Verbraucher testen die vier größten Discounterketten Deutschlands. Die Discounterbranche ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Also so wie als wenn Fußballmannschaften nur mit Stürmern gegeneinander spielen würden. Der knallharte Wettbewerb sorgt für Tiefpreise. Aber stimmt das wirklich? Oder sind Discounter gar nicht so günstig, wie viele glauben? Jetzt haben wir 26,11 Euro. Finde ich ganz schön viel, muss ich sagen. Ein Trumpf der Discounter sind ihre günstigen Eigenmarken. Doch können sie mit Markenprodukten mithalten? Der hat auch sehr viel Säure. Dann würde ich ein bisschen Magenprobleme bekommen. Und wie gut sind die frischen Backwaren? Wer hat das bessere Brot? Da ist schon ein bisschen mehr. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Aldi, Lidl, Netto und Penny? Es ist der härteste Wettbewerb auf der gesamten Welt. Der Sat.1 Discounter-Check. Aldi, Lidl, Penny und Co. Los geht's mit den Unternehmen. Die vier Großen der Discounterbranche sind Aldi, Lidl, Penny und Netto. Sie beherrschen den Markt und sind ihrer Konkurrenz, den Supermärkten, dicht auf den Fersen. In unserer eigens in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage sagen 97% der Befragten, dass sie im Discounter einkaufen. Die Gründe sind vielfältig. Aus Kostengründen natürlich, ne? Weil man da günstiger kaufen kann, wie auf dem Wochenmarkt. Ja, genau. Lidl ist mein Favorit, einfach aufgrund der geografischen Nähe. Also am häufigsten gehe ich zum Aldi, weil der gleich bei mir um die Ecke ist. Na. Der Aldi. Am liebsten zu Penny und das einfach, weil die schon das größte vegane Sortiment haben. Da kaufe ich nicht ein. Nö, okay. Mache ich grundsätzlich nicht. Lidl finde ich im Moment ziemlich gut. Da sind viele frische Sachen in der Gemüseabteilung. Und da gefällt mir sowieso. Personal ist freundlich, Gemüseabteilung wunderbar. In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele Discounter wie in Deutschland. Aktuell sind es fast 16.000 Filialen. Die Inflation hat einen ganz großen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden. Die Kunden kaufen sicherheitsorientierter, sie haben natürlich weniger Geld im Portemonnaie und entscheiden sich darum eher für Discounter als für teure Supermärkte oder gar Boutique-Premium-Läden. Und das zahlt sich aus. Der Nettoumsatz der Discount-Branche betrug 2022 über 88 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz. Wir schauen uns die vier umsatzstärksten Discounter Aldi, Lidl, Netto und Penny genauer an. Wie positionieren sie sich im Markt? Wie werden sie von Kunden angenommen? Und was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Der Erfinder des Discount-Prinzips in Deutschland ist Aldi. Karl Albrecht Senior eröffnet 1913 einen Handel für Backwaren, den er zunächst zu einem normalen Lebensmittelgeschäft ausbaut. 1945 haben die Söhne Karl und Theo das elterliche Geschäft übernommen und haben später, Anfang der 60er Jahre, das Discounts-Prinzip entwickelt, indem man wirklich die Ware ganz einfach auf Paletten im Original abstellt, wo man nur die obersten Kartons aufschneidet, dass sich die Kunden quasi ihr Produkt selbst aus dem Karton nehmen. Und so ist dann in Dortmund-Ewing 1962 die erste Discount-Filiale eröffnet worden. Wir sind das Land, in dem die Discounter groß geworden sind. Und das spürt man natürlich insgesamt, wenn es um das Thema Lebensmittel dann auch geht. Für die Kunden war das Discount-Prinzip natürlich besonders attraktiv, weil es erhebliche Preisvorteile gab. Damals gab es nur einen Discounter, nur Aldi. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich Kind war, da hat er in Hamburg ein Aldi aufgemacht. Und das war schon ganz besonders. Die Läden waren sehr spartanisch und das war noch so ein bisschen verrucht. Man wollte gar nicht, dass das irgendwo bekannt wird. Man kauft bei Aldi nach dem Motto, man hat kein Geld. Und das hat sich ja jetzt extrem gewandelt. Das gute Leben, das sollte es nicht nur für ein paar wenige geben. Wir bei Aldi finden, alle haben ein Recht darauf. Aldi. Gutes für alle. Aldi positioniert sich als sehr modern und setzt in dem Markt auch die Trends. Es gibt auch psychologische Studien dazu, wie werden die Marken unterschiedlich wahrgenommen. Und Aldi wird da als deutlich mehr Premium wahrgenommen im Rahmen dieser ganzen Discounter als jetzt zum Beispiel Lidl, Penny oder auch Netto. Die Aldi-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben 90.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen besteht aus Aldi Nord und Aldi Süd. Der Bruttoumsatz beträgt 2022 31,8 Milliarden Euro.
Aldi Nord hat daran einen Anteil von 14 Milliarden. Der härteste Konkurrent von Branchenführer Aldi ist Lidl, ein Unternehmen der Schwarzgruppe. Der Erfolg der zweitumsatzstärksten Kette wächst seit Jahrzehnten stetig. Wir feiern dieses Jahr unseren 50. Geburtstag. Alles angefangen hat im Jahr 1973 und was damals galt, gilt auch noch heute. Wir versuchen immer, den Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Das ist erstmal die Priorität 1 und ganz wichtig ist, dass an erster Stelle die Qualität steht. Den wir natürlich besonders gut über unsere Eigenmarken dem Kunden zeigen, weil wir hier uns natürlich stark vom Wettbewerb differenzieren. Zum großen Firmenjubiläum 2023 wirbt Lidl mit Promis wie Barbara Schöneberger, Helene Fischer und Max Giermann. Neben dem klassischen Discount-Prinzip vor Ort in der Filiale die besten Angebote zu machen, muss man im Leben stattfinden. Das heißt heutzutage ganz stark Social Media. Man arbeitet mit Testimonials, was Lidl in diesem Jahr im Rahmen seiner Geburtstagskampagne dann auch durchsetzt, beispielsweise mit Barbara Schöneberger. Das zieht natürlich bei der jungen Zielgruppe, dient einem jungen Image sich dann auch zu verleihen und der Marken- und Kundenbindung. Lidl geht sehr stark über die Masse. Das heißt, sie werden auch insgesamt eher als cooler und lockerer wahrgenommen. Es geht eher darum, über die Masse möglichst viele Leute durch den Lidl-Markt durchzuschleusen und dann natürlich mit verschiedenen Maßnahmen die Kunden dort zu binden. Lidl beschäftigt nach eigenen Angaben rund 100.000 Mitarbeiter. Der Discounter belegt 2022 Platz 2 mit einem Bruttoumsatz von 30 Milliarden Euro. Netto ist die drittgrößte Discounterkette in Deutschland. Netto Markendiscount, so der vollständige Name von Netto, nennt schon im Markennamen sein Alleinstellungsmerkmal. Fest steht auf jeden Fall, dass wir mit unserem Namen verdeutlichen wollen, dass es eben günstig ist bei unserem Sortiment, ganz klar als Discounter, und dass wir aber anders als eben der Wettbewerb ganz klar auch für Markenprodukte stehen. Netto ist der jüngste Discounter der 4 Big Player. Wir haben angefangen als Großhändler. In den 80er Jahren haben wir dann das Netto-Konzept entwickelt, wie es ungefähr auch heute noch gibt. Schatz, Biomilch nicht für 3, nicht für 2, sondern für 1,35. Das ist den günstigsten Einkauf. Dann geh doch zu Netto. Netto ist nochmal anders positioniert. Netto geht sehr stark auf das absolute Billig- und Schnäppchensegment. Also sie arbeiten auch in der Werbung sehr stark mit diesem Image. Bei uns ist es besonders billig, besonders günstig. Nach eigenen Angaben beschäftigt Netto Markendiscount 84.000 Mitarbeiter. Mit einem Bruttoumsatz von 17,5 Milliarden Euro belegt Netto Rang 3 unter den Discountern. Discounter Penny hat wie Lidl seine erste Filiale 1973 eröffnet. Auch für diese Kette ist ihr Markenname Programm. Penny aus der englischen Währung heraus, übersetzt als Pfennig. Diejenigen, die etwas älter sind, werden auch noch das alte Penny-Logo kennen, wo zwei Pfennige abgebildet waren. Und so ist der Begriff entstanden, dass jeder auf jeden Penny achten kann. Aktuell feiern wir den 50. Geburtstag. 1973 wurde der erste Markt in Limburg an der Lahn eröffnet. Penny ist ja die Tochter von Rewe. Das heißt, die haben einen großen Vorteil, dass sie vieles von dem Rewe-Sortiment auch bei sich nutzen. Penny kämpft um Kunden auf eine ungewöhnliche Art. Wir präsentieren uns nicht so als diese anonyme Verkaufsmaschinerie, sondern wir sind mit dem Anspruch unterwegs, der Discounter in der Nachbarschaft zu sein. Der Discounter, der ein menschliches Antlitz hat. Bei Penny geht's immer ums Zusammen. Zum Beispiel ums Zusammenschnacken, ums Zusammenshoppen. 50 Jahre Penny. Wir feiern das zusammen. Feiert mit. Erstmal zu Penny. Penny geht auch sehr stark über die Masse, aber auch eher vom Publikum etwas gehobener, weil die einfach wissen, da kriegt man auch die typischen Rewe-Produkte, die bekomme ich dort auch ganz normal. Penny ist oft gut auch sortiert, das heißt, die Leute finden sich meist wesentlich einfacher in einem Penny-Markt zurecht als zum Beispiel in einem Netto. Aktuell beschäftigt Penny nach eigenen Angaben rund 29.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erzielt Penny 9,6 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Platz 4. Der Wettbewerb um die besten Plätze im Discount ist in Deutschland ungeheuer hart. Ich glaube, man kann sogar sagen, es ist der härteste Wettbewerb auf der gesamten Welt.
Hier wird wirklich um jeden einzelnen Kunden und um jeden Cent gerungen. Man kann sagen, ein wenig sagen, der Discount ist so ein bisschen die Formel 1 unter den Lebensmittelhändlern. Laut Branchenschätzungen liegt Penny 2022 im Umsatzranking auf Rang 4. Davor positioniert sich der Netto-Markendiscount, auf Platz 2 liegt Lidl. Branchenführer im bundesweiten Wettbewerb ist, wenn auch nur knapp, wie in den vergangenen Jahren die Aldi-Gruppe. Der Wettbewerb unter den Discountern ist knallhart. Aldi, Penny, Netto und Lidl kämpfen um jeden Kunden. Mit unterschiedlichen Mitteln, aber an gleicher Stelle. Nämlich in den Filialen. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Hier in der Filiale entscheidet sich, ob der Kunde beim nächsten Mal wiederkommt. Oder zur Konkurrenz geht. Ob er sich wohlfühlt oder nicht. Und wie gut er sich zurechtfindet. Wir wollen es genauer wissen und fragen nach. In unserer repräsentativen Sat.1-Umfrage geben 57% der befragten Kunden an, dass sie helle, freundliche und übersichtliche Märkte bevorzugen. Hell muss es sein, sauber muss es sein. Dass ein Laden irgendwie angenehm aussieht, gut strukturiert ist, die Atmosphäre irgendwie nicht so stressig ist. Ich meine, so wie Aldi früher war, fand ich es irgendwie nicht so cool, ne? Alles nur aus den Kartons raus oder sowas. Deshalb finde ich schon, dass es auch wichtig ist, sozusagen, wie die Ware einfach darbereitet wird. Es muss nur praktisch sein. Modern ist mir egal. Nee, also völlig egal ist es nicht. Es muss sauber sein, es muss übersichtlich sein. Aber das war's schon für mich. Ne? Das Erscheinungsbild einer durchschnittlichen Discounter-Filiale hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert. Wir sehen bei der Filialgestaltung einen großen Wandel. Zu Beginn der Discounter war das sehr pragmatisch. Die Ware wurde auf Paletten transportiert. Um die Optik ging es überhaupt nicht. Wenn wir heute zu Discountern kommen, können wir kaum mehr einen Unterschied zu Supermärkten dann auch feststellen. Das heißt, alles ist viel hochwertiger, viel angenehmer. Wie unterscheiden sich die Filialen der vier umsatzstärksten Discounter? Wie gut findet man sich zurecht? Wie sind die Waren angeordnet und sortiert? Und wie ist die Atmosphäre zwischen Butter und Waschmittel? Wir machen den Check in vier ungefähr gleich großen Filialen und schicken vier Paare als Testkunden zu Aldi, Lidl, Penny und Netto. Zuerst vergleichen wir Penny und Netto. Penny gestattet Dreharbeiten in einer typischen Penny-Filiale in Hennstedt-Ulzburg. Eine von insgesamt 2150 Penny-Filialen in Deutschland. Die sind in der Regel so im Durchschnitt 720, 750 Quadratmeter groß. Wir können also nicht nur die berühmte grüne Wiese draußen, 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, 80 Parkplätze, sondern es gibt viele Penny-Märkte im fußläufigen Bereich und die sind dann oft kleiner. Die Filiale von Penny nehmen Inken und Matthias für uns genauer unter die Lupe. Werbekaufmann Matthias ist 57. Seine 2 Jahre jüngere Frau Inken ist Immobilienkauffrau. Beide sind zum ersten Mal in dieser Filiale. Regulär kaufen wir bei Aldi und Lidl ein und ansonsten eben auch bei Edeka und bei Rewe. Aber grundsätzlich achten wir halt schon auf den Preis, weil so sind wir einfach groß geworden. Zugleich checken wir eine typische Netto-Filiale. Das Unternehmen gestattet uns, in einem Markt in Elmshorn zu drehen. Netto betreibt 4.300 Filialen, so viel wie kein anderer Discounter. Uns ist wichtig, dass wir für die Menschen in Deutschland eine Nahversorgung zu günstigen Preisen ermöglichen. Egal ob in städtischer Lage oder in ländlicher Region. Bei der Filialgröße sieht es ähnlich aus. Wir variieren da zwischen 800 bis 1200 Quadratmeter. In die Netto-Filiale schicken wir Simone und Sophia. Simone ist 46 und arbeitet als Marketingmanagerin. Ihre 19-jährige Tochter ist Studentin. Auch sie waren noch nie in dieser Filiale. Ich kaufe ganz gerne bei Penny und bei Aldi ein, nutze aber auch Edeka, um da an der frischen Theke Wurst und Fleisch und auch natürlich Käse zu kaufen. Durch die gestiegenen Preise muss ich allerdings als alleinerziehende Mutter von 2 Töchtern schauen und auch die Preise vergleichen. Wir wollen wissen, wie gut sich unsere Testkunden in den Märkten von Netto und Penny zurechtfinden. Dazu sollen sie diese 10 Produkte auf unserem Einkaufszettel finden. Per App messen wir, wie lange ihr Testeinkauf dauert und wie viele Schritte sie zurücklegen. Dann müssen wir mal die App starten. Dann geht das los. Starten. Aktivität gestartet. Auf geht's. Okay. Mal. Ja. Mach kurz die App. Okay.
Den gleichen Testkauf soll unser Kundenpaar auch bei Netto tätigen. Auch hier messen wir Dauer und Anzahl der Schritte. Im Eingangsbereich befindet sich die Obst- und Gemüseabteilung. Dann lassen wir uns erstmal mit den Weintrauben anfangen. Genau. Wollen wir denn grün oder wollen wir nix? Kernfrei, kernfrei. Kernfrei? Ja, das finde ich schon besser. Auch bei Penny befindet sich vorne im Eingangsbereich die Obst- und Gemüseabteilung. Die sind noch frisch. Wunderbar. Nehmen wir die schon mal mit. Es gibt verschiedene grundlegende wichtige Aspekte bei der Filialgestaltung. Zum Beispiel, dass wenn man reinkommt, erstmal mit Obst und Gemüse begrüßt wird. Dann hat man schon mal die verschiedenen Farben, man hat die Grüntöne, fühlt sich direkt besser. Alles schön übersichtlich, ne? Ich finde es auch sehr einladend. Farbenfroh. Unser Testpaar scheint sich gut zurechtzufinden. Das Filialkonzept von Penny ist auf logische Übersichtlichkeit angelegt. Der Discounter verzichtet bewusst auf lange Gänge. Der Mensch ist optisch gar nicht in der Lage, an so einer Regalflucht so vorbeizuschauen und etwas zu suchen. Deswegen haben wir das Markthallenkonzept, wo wir jetzt unsere Waren in U-Form präsentieren. Das ist für die Kunden natürlich viel einfacher, als wenn sie jetzt sehr eng und streng geleitet werden durch den Laden. Also auch gezwungen werde, bestimmte Gänge abzugehen, an bestimmten Produkten vorbeizugehen. Mitbewerber Netto verfolgt genau dieses Konzept. Hier gibt es lange Gänge. Unser Testpaar hat Schwierigkeiten, die Produkte auf ihrem Einkaufszettel zu finden. Ich hatte ja die Chips hier erwartet, aber auch hier sind sie nicht. Dann sind sie eher in der Richtung. Aber vielleicht finden wir hier noch das Olivenöl. Dann lass uns doch einfach geradeaus gehen und schauen, ob wir das Olivenöl in dieser Reihe finden. Sonst drehen wir noch eine Runde. Nettos Filialkonzept ist für Simone und Sophia erstmal ungewohnt. Einige Discounter, wie zum Beispiel Netto, setzen auch auf sehr lange Gänge. Das ist oft ein Nachteil, weil die Leute dann nicht genau wissen, was finde ich jetzt im langen Gang. Lohnt sich das jetzt, diesen ganzen langen Gang da durchzugehen und zu gucken? Und viele sagen dann eher, nee, lohnt sich nicht, ich guck mal weiter. Bei der Filialgestaltung achten wir darauf, dass die Sortimente eigentlich so dem logischen Einkaufsverhalten entsprechen. Wir haben über den Warengruppen visuelle Bilder und Piktogramme, damit sie sich jederzeit orientieren können, auch wenn sie das erste Mal in der Netto-Filiale sind. Die 10 Artikel der Einkaufsliste liegen im Wagen. Wie lange hat unser Penny-Testpaar gebraucht und wie viele Schritte haben die beiden zurückgelegt? Also es waren 14 Minuten. Ja. Was schätzt du? Wie viele Schritte sind wir gegangen? Ich würde sagen so bestimmt 300-400 Schritte. Nein, so viel waren es nicht. 236 und 17 Kalorien verbraucht. Na immerhin, können wir uns ein Stück Schokolade teilen. Ja. Auch das Netto-Testpaar ist mittlerweile mit dem Einkauf durch. Okay, dann gucken wir auf die App, wie viel wir jetzt hier geschafft haben. Ah, 15 Minuten 28, 425 Schritte. Das ist sehr gut. Das reicht noch nicht für meinen ganzen Tag. Das stimmt. Trotz Orientierungsschwierigkeiten brauchen die beiden nur eine knappe Minute länger, legen aber fast die doppelte Wegstrecke zurück. Jetzt checken wir die Marktführer und vergleichen die Filialkonzepte von Lidl und Aldi. Wie schneiden die großen Konkurrenten in unserem Filialcheck ab? Los geht's mit Aldi. Das Unternehmen lässt uns in einer neuen Aldi Nord-Filiale in Gelsenkirchen drehen. Aldi Nord ist mit 2220 Filialen im Norden und Nordosten Deutschlands vertreten. Aldi Süd deckt mit 2000 Filialen den Nordwesten und den Süden ab. Aldi Nord betreibt Filiale sowohl in Ballungsräumen, in Innenstadtlagen als auch auf dem Land und Verkaufsflächen zwischen 600 Quadratmetern an der Untergrenze in Innenstadtladen und 1267 Quadratmetern dort, wo es die Flächen entsprechend zulässt. Die Gelsenkirchener Aldi-Filiale testen für uns Ann-Kathrin und Erik. Der Betriebsleiter ist 35. Seine gleichaltrige Frau Ann-Kathrin arbeitet als Assistentin. Wir gehen generell bei Discountern einkaufen, nicht hauptsächlich. Wir gehen teilweise auch schon mal zu anderen Konkurrenten, sage ich mal, aber prinzipiell sind Discounter bei uns immer ganz weit vorne. Parallel checken wir eine Lidl-Filiale in Berlin-Reinickendorf. Das Unternehmen lässt uns ebenfalls in einer neuen Filiale drehen. Diese ist etwas größer als die Vergleichsfiliale der anderen Discounter. Lidl betreibt rund 3200 Filialen und ist in allen Bundesländern vertreten.
Unsere Filialen sind so aufgebaut, dass sie sich natürlich ihrer jeweiligen Umgebung anpassen. Das heißt, in Innenstadtlagen, wo relativ wenig Platz ist, haben wir eher kleine Filialen. Dafür sind wir ländlich natürlich etwas mit größeren Filialen aufgestellt. In die Berliner Lidl-Filiale schicken wir unsere Testkäuferinnen Lena und ihre Mutter Anna. Die 67-Jährige ist Rentnerin. Ihre 36-jährige Tochter arbeitet als Schauspielerin. Also normalerweise gehen wir bei Rewe einkaufen, weil das gleich um die Ecke ist. Sind 2 Minuten von uns entfernt, das ist sehr praktisch. Beim Discounter gehen wir selbstverständlich auch einkaufen, ist auch nicht weit weg. Und vor allem wegen der Preise. Wir sind so aufgewachsen, ja, wir sind sparsame Menschen. Unser Aldi-Testpaar ist bereit für den Filialcheck. Auch Sie müssen die 10 Produkte von unserer Einkaufsliste suchen. Eine App misst dabei Zeit und Anzahl Ihrer Schritte. Ja, dann musst du jetzt noch die Pacer-App starten. Los geht's. Okay. Auch bei Lidl beginnt der Test unter gleichen Bedingungen. Los geht's. Anna und Lena müssen sich erstmal zurechtfinden. Aber sie wissen nicht genau wie. Schau mal, Mama, da ist auch noch mal Brot. Das haben die seltsam verteilt. Ich denke, die sind da hinten. Bestimmt. Alter, wir sind den ganzen Laden abgelaufen jetzt. Die Orientierung fällt den beiden offensichtlich schwer. Sie verlieren zwischendurch immer wieder den Überblick. Wenn der Laden viel zu groß ist und dann wirkt wie so eine große Markthalle, kann es auch dazu führen, dass die Leute völlig überfordert sind vom Angebot, durch die ganzen Gänge laufen, irgendwann dann ziemlich genervt sind. Erik und Ann-Kathrin finden sich besser zurecht. Aldi bietet in einzelnen Produktbereichen oft nur wenige verschiedene Artikelmarken an. Das erleichtert den Überblick. Küchenrolle. Ja, Küchenrolle hier. Gibt es auch nur eine, ne? Genau. Ja, in der Regel. So. Durch die klare Struktur, durch die Längsausrichtung weiß der Kunde genau, wo er die Produkte findet. Die wichtigsten Produktkategorien sind tatsächlich außen. Viele Kunden finden sich bei Aldi wesentlich besser zurecht, weil sie einfach viel bessere Orientierungsschilder haben. Einfach vom Design her, die sind klarer platziert. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Anbietern. Und wie lange waren wir unterwegs? Hat nicht lange gedauert jetzt, oder? Ja, knapp 10 Minuten. Knapp unter 10 Minuten sogar, ne? Richtig. 332 Schritte. 190 Meter. Ja, ging doch flott. Ging echt flott gefühlt, ja. Bei Lidl haben Lena und Anna deutlich länger gebraucht. Also wir sind jetzt 510 Schritte gelaufen und dafür haben wir 28 Minuten verbraucht. Und das sind so ungefähr 560 Meter. Einige Sachen haben wir lange gesucht. Ja, das stimmt. In unserem Filialcheck haben die Testpaare die 4 großen Discountermarken überprüft. Wie übersichtlich sind die Märkte und wie lange dauert jeweils das Finden von 10 Artikeln? Zeit für den Vergleich. Am schnellsten ging der Einkauf bei Aldi mit 10 Minuten. Bei Penny hat unser Testpaar 14 Minuten benötigt. Bei Netto waren es 15 Minuten. Am längsten hat das Testpaar bei Lidl gebraucht, 28 Minuten. Bei den Discountern kann man nicht von einem schönen Einkaufserlebnis sprechen, wie vielleicht bei einem Supermarkt. Discounter sind darauf ausgelegt, dass man möglichst viele Leute möglichst schnell durch diesen Discounter schleust, die dann möglichst viel einkaufen und dann wieder rauskommen. Gleich im Sat.1 Discounter-Check. Das Sortiment.